Bringt mir bloß auch nichts. Da gibt's auch noch zu der Truhe lang. Ich find's ja übelst cool. Endlich mal hier ein Spiel mit Schatztruhen. Nach 548 habe ich das Zufall so sehr vermisst. Eis gefunden. Und Lederschild, was ich eigentlich gar nicht brauche, weil mein Kämpfer der ganze Wurm zu weit lang schwettern. So, Eis. Trinkt natürlich Zidane. Blopp. So. Das Lederschild kann ich verkaufen, das brauchst du so nicht. Oder hat irgendjemand Schild ausgerüstet? Du kannst sowieso keine ausrüsten, ne? Genau. Du kannst was ganz ausrüsten, du. Unnützer Typ, du. Was ist das da? Kann ich da auch lang? Ja. Oh, ich bin im Kamin. Bringt mir aber nichts. Toll. Aber ich hier einfach mal die Secrets voll finde, einfach nebenbei, weil ich das alles von Final Fantasy 2 kenne. Also von GBA Release. Da, ich war vollkommen falsch. Wo ging's denn hier lang? Nochmal raus. Ja. Ah, hier. Okay, gut. Ich dachte schon. Sonst irgendwo? Nee. Okay, dann gehen wir runter. Opa, ups, da. Oder besser gesagt, wir gehen hoch. So. So, und jetzt darum. Thronsaal. Und alle auch wieder voll. Durchsichtig. Die Monster in der Höhle, die Siegel sind alle untot. Ihr könnt sie mit besiegen, indem ihr Vita auf sie zaubert. Ja, das kenne ich schon von anderen Final Fantasies, mein Freund. Oder mein Freund, wer immer, wenn es. Im linken Trommel findet sich ein White Slayer, was immer das heißt. Es ist ein heiliges Schwert mit Kräften gegen Untoten. Was heißt mit dem White Slayer? Muss ich auch mal googeln. Wie man das übersetzt. Übersetzer. Right ist Wicht. Wicht bestimmt nicht. Wicht Mörder werde ich bestimmt nicht übersetzen. Alter. White Slayer. Ich gucke einfach mal nach dem Gegenstand. FF3. Ich weiß nicht, wie das Ding. Da, Final Fantasy Wiki. White Slayer. Final Fantasy 3. Kommt in Final Fantasy 11 noch einmal vor. Ansonsten nirgends. White Slayer. Das Ding heißt aber wirklich so in der offiziellen Besetzung, so wie es scheint, von DS. Wichtmörder, denke ich nicht, weil Wicht, keine Ahnung, das ist White Slayer halt. Nur einen Rotzauber, genau. Einen Rotmagier kann es tragen. Und wir haben keine Rotmagier, das ist scheiße, da muss ich schon wieder Rotmagier trainieren. Ach, wisst ihr was? Da ich so so Rotmagier Dingens benutzen kann, Schwarze Magie, bist du mal eben Rotmagier Zidane. So, ach so, ja, das vergesse ich auch mal. Quick Zidane Move, so alles schon moved. Shop Zidane Red Mage, Red Wizard, nicht Red Mage, ja. So, dann Quick Zidane Right Hand. Du rüstest aus, ja, jetzt ein Decker und kannst du uns irgendwas ausrüsten? Nein. Ah, du könntest den Leadership momentan noch ausrüsten. Dann bekommst du das, bekommst du das, bekommst du das. Okay. Bei Linkheit müsste ich dir mein zweites Schwert kaufen. Wenn ich dran denke. Heißt das? Da. Das kann ich mir eben eigentlich machen. Zwei Langschwerter für ihn kaufen. Weil wir haben keine mehr. Da die trägt beide hier Squall. Ich wollte schon Cloud sagen. Squall trägt beide Langschwerter, von daher. Bitte keine Kämpfe, ja? Die paar Meter keine Kämpfe. Wow, keine Kämpfe. Ich bin stolz auf dich, Spiel. Da na na na.
Waffenladen. So, Longsword, zweimal. Wir haben ja genug Geld. Mehr als genug Geld. Eins davon wird ja wahrscheinlich sowieso nicht ausrüsten momentan, wenn wir erstmal den Wild Slayer haben, aber na gut. Das kannst du gar nicht ausrüsten. Scheiße. Mist. Umsonst gekauft. Sell all Longs. Nein, scheiße, das habe ich ausrüsten. Und der fragt mich auch noch. Ach, egal. Bei Decker hier immer drauf achten können. Na egal. So, zweimal den Decker ausrüsten, der Quick. Dann. Jetzt habe ich ihn zweimal. Ah! Ich gebe hier unnötig Geld aus. Himmel, Mann, ich bin so doof für das Spiel. Decker verkaufen einmal bitte. Und jetzt kaufen wir nochmal so ein Lederschild, dass ich das nicht ausrüsten. Jawohl, er braucht sowieso keinen. Na egal. Oh, ey, die MP. Die NPCs hier in den Weg rum. Verdammt nochmal. Ah, Knorr. Himmel. So, und jetzt bitte. Lauf. Ich hätte eigentlich mit den Flugschiffen fliegen können, aber egal. So, im linken Turm war es, ne? Da. Ah, es heißt, dieser scheiß verdammte Soldat steht da im Weg rum. So, jetzt kommen hier bestimmt Monster. Linker Turm, was für ein toller Name. Also ein toller Name, ja, Monster. Was kommt für Monster? Dark Eyes. Die kommen doch aus der Höhle, ja. Da. Wow, schön Treffer. Wow. Das war seltsam. Da. Das ist ein 30, Alter. Das war kein kritischer Treffer. Das ist toll, immer 40 Kapazität, 16 Erfahrung. Na gut. Eigentlich könnte ich dich mal in die vordere Reihe stellen, weil du eine Massen mit mehr Schaden machst. Weil du mehr Kämpfer bist als andere. So. Holy irgendwas. Was sind das für Dinger? 20. Heilige Pfeile oder was? Das heißt, wusste ich, muss mir Pfeile aus mich ausrüsten, um Bögen zu benutzen zu können. Ist ja scheiße. Naja. Oh, es macht so schnell etwas mehr Schaden. Na. Ja, du triffst mich aus dem dritten Reich. Ich weiß, du bist sowieso so schwach geklaut. Als weiß Magier. Noch ein bisschen Erfahrung. So, was da nicht mehr geht. Ja, Eis und Schlaf hast du immer noch. Gut. So ist das. Holzpfeile. Wie viel eigentlich? 20. Aha, und das. Ups, dahin. Und von fahr dahin. Okay. Found Wildslayer, ein Monster appeared. Ja, super. Angreif! Ah, toll! Und noch ein Mini-Boss hier. Ja, was machen wir? Probier du mal Eis aus, was das für Schaden macht. Da. Ich bin zu stark. 74 Gö, ein Kapazität, 27 Erfahrungspunkte. Naja, gut, dafür war er aber schlechter als die normalen Monster. Und ja, noch mehr. Na super. Noch mehr Dark Eyes. Sterbt. Da. Was? Blind. Na super. Doch, aber er trifft trotzdem. Ja, und das habe ich nichts gegen blind. Scheiße, das ist doch richtig scheiße. Da. Na, Cosmic Bunny, the kick your ass, was ähnlich. So, runter. Raus. So. Einmal Augentropfen. Nein, wir haben keine Augentropfen, wir haben nur Echokraut, aber sonst nichts. Toll!
Läden gibt's ja auch keine.